Hey, ja, hier ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Burnout, zur Fortsetzung. Wir spielen damit zum nächsten Rennen. Beim letzten Mal haben wir nämlich die Meisterschaft abgeschlossen und haben ein neues Duell freigeschaltet, was wir jetzt auch fahren können und fahren werden. Und zwar gehen wir direkt dahin, ins Spezial und auf Duell. Und zwar fahren wir dieses Duell natürlich auch wieder mit dem Muscle Car in Blau. Ja, Standardfarbe. Und zwar auf Automatik und fahren jetzt Duell Nummer 4, das letzte, was wir haben. Und das sieht interessant aus, nach einer langen Strecke. Und ja, ich würde sagen, wir fahren auf Midnight Run, ist doch nicht so lang. Und zwar gegen den Bus. Ja, wir fahren jetzt gegen den Bus und wir wollen nicht von ihm weggeräumt werden, sondern wollen ihn überholen und siegen vor ihm. Und ich würde sagen, los geht's auf Midnight Run. Ach, da ist wieder diese Strecke, na. Wir haben ein bisschen Erfahrung mit der gesammelt beim letzten Mal, musste das Haar fahren. Und los geht's, ab die Post. Gegen den Bus, der sollten wir überholen können. Nur kann er locker halt wegdrängen, ne, das Problem, was wir haben, aber... Ja, vielleicht auch die Zeit das Problem. Man sollte auch... Aua, er wurde weggerammt, ey. Hat ihn weggeräumt. $37.000. Jetzt geht er doch noch. Okay, wir müssen hier nachts hier durchfahren. Nachts rumheizen. Aua, einfach 100.000. Wir kommen natürlich auch gar nicht voran. Alter, er räumt einfach den weg da. Habt ihr das gesehen? Was bist du eigentlich für ein Sonntagsfahrer? Ja. Okay, Okay. Den habe ich zwar gesehen, aber... Ich war nicht so sicher, was ich machen sollte. 72.000 Zahlen. Was auch immer ich hier machen wollte, war die falsche Entscheidung auf jeden Fall. Das ist ja, steht ja fest. So. Solange wir aber Erster sind und wieder noch die Zeit schaffen, ist noch alles gut, denke ich. Aber wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtiger agieren. So, mal gucken, ob wir jetzt hier mal hier durch den Tunnel durchkommen. Dann müsste ja für uns einfacher sein als für den Bus. Der so eigentlich so schnell ist und zum anderen ziemlich groß. Da kommt der nicht so einfach durch. Aber naja. Oh. Da. Okay. Checkpoint. Das ist gut für mich. Oh, ich gehe mal ein bisschen da vom Gas bei sowas. Fahr ein bisschen vorsichtiger. So, wir kommen auch jetzt hier hoch, das ist gut. Oh. So. Da haben wir Glück gehabt, da habe ich noch rechtzeitig reagiert. Nein, Boost. Na, vielleicht kann man ihn ja hier benutzen. Na, vielleicht auch nicht, ist ja auch nicht eine gute Idee unter Umständen. Also. Ist ja auch manchmal keine gute Idee, den Boost zu benutzen. Na, da habe ich Glück gehabt. Okay. So. Ach, verdammt, ey. Hatte ich eigentlich nicht viele. Eigentlich war die Chance ziemlich gering, dass das passiert, aber es ist passiert. Kommt der Bus angefahren. Der Killerbus. Er räumt auch einen anderen Bus weg. Der Killerbus ist das. Verrückte. Das ist nämlich auch wieder so ein Horrorfilm, der Killerbus. Ich gucke ja sowas nicht, aber. Ja, vielleicht gibt es ja wieder einen Film mit einem selbstfahrenden Killerbus. Der einfach Leute umbringt, die einsteigen und so weiter. Klingt so nach einem richtigen B-Movie, ne? Naja, ist halt so. Okay, ja. Wir wollen natürlich nicht. Wir wollen jetzt nicht getötet werden durch so einen gefährlichen Bus. Wir wollen lieber wegkommen. Hier wurde ich einmal erledigt von ihm, also einmal reicht ja auch, ne? Also. So. Okay. Ja, ja, Bremser lieber. Geh lieber auf die Bremse. Ach! Hab den zwar gesehen, aber ich wusste, ich hätte links vorbeifahren müssen. Boah, der Killerbus kommt. Hilfe! Hätte ich nicht mehr kann!
Ich hatte sich zu erkennen. Hilfe! Der Bus, ich werde verfolgt von einem Killerbus. Ich bin ein bisschen schnell unterwegs. Ach, warum fahren die links und rechts vorbei? Oder links vorbei? Links, eigentlich rechts, wollte ich rechts vorbei. Weil letztes Mal bin ich mit links gefahren, auch falsch. Diesmal war es auch falsch. Ach. Okay, der hält an. Vielleicht wegen der Ampel. Ach. Der Schaden ist. Nein! Glück gehabt. Okay, Checkpoint. Sicher vorbeifahren. So. Okay, und dann läuft das ja fast ganz gut. Soll man sicher ins Ziel kommen, um den Bus zu kriegen? Eigentlich. Ach! Was war das denn? Ich bin irgendwie rüsten gekommen. 160.000. Da kam der Killerbus gerade vorbeigefahren. Das war der Killerbus. Oh. Ach, von wegen, das Rennen läuft gut. Ich muss da rechts vorbei. Links vorbei, meinte ich. Natürlich. So. Jetzt keinen Fehler machen. Okay, sollten wir es schaffen können. Wir haben nochmal Glück gehabt am Ende, wie immer. Manchmal brauchen wir auch mal Glück und wir haben es geschafft. Ach, 1:42 war die beste Runde mit Abstand. Die dritte war so schlecht wie der Anfangsrunde mit dem Start. Position 1, 5 Minuten 36. Letzte Runde 1:42, 100 Meilen Durchschnittsgeschwindigkeit und 549.000 Schaden verursacht. Und 103.000 Punkte gesammelt. Immerhin, ne? So. Neuer Rekord für die schlimmsten Unfälle, 191.000. Wow. Wirklich der schlimmste Unfall, den wir bisher abgeliefert haben. Letzte Zeiten sind wir auch dabei mit 5:36. Ja. Super Mini, ey. 5:30. Ja, ich sag ja, letztes Mal schon gesagt, dass Super Mini das beste Auto kann wir am besten steuern. Letzte Runden war auch nicht dabei. Auch langsam als Super Mini. Sagt auch schon alles aus. Ja, schlechteste Fahrer sind auch wieder dabei. Haben uns einsortiert hinter uns selbst. Ich meine, das dritte Treppchen haben wir noch nicht erreicht. Aber kann sich nur eine Frage der Zeit, glaube ich. Und ja, haben das jetzt geschafft, dieses Rennen, dieses Duell. Haben das siegreich gestaltet, haben jetzt einen Bus freigeschaltet. Ja, Autos freigeschaltet, den Bus. Das letzte Duell war es und ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Denkt an den Kommentaren und an die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.